Was geht ab, ihr süßen Mäuse, Alter? Es ist hier gerade Sonntagabend und ich bin ziemlich am Arsch. Es ist eine anstrengende Woche und jetzt geht es natürlich darum, die Energie zu konservieren und sich auch wieder so ein bisschen vorzubereiten auf die nächste Woche. Und immer wenn ich so ein energetisches Low habe oder das Gefühl, dass ich einfach leer bin und keine Kreativität mehr fließt und ich auch so ein bisschen demotiviert werde und in den NPC-Modus zurückfalle, habe ich zum Glück so ein paar Gewohnheiten etabliert, die mir dabei helfen, ja, wieder in den Flow zu kommen und mich zu entspannen. Und damn, das hilft schon, wo ich jetzt darüber rede. Und einfach klarzukommen. So. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, worum es eigentlich geht. Weil viele Leute kommen gar nicht klar da draußen. Und warum eigentlich nicht? Es gibt auch mittlerweile so viele Informationen im Internet, die man sich holen kann. So viele Psychologie-Informationen, so viele Studien, die man lesen kann. So viele Dinge, die man tun kann, um sich selbst etwas Gutes zu tun und klarzukommen. Aber irgendwie geht das alles so unter in so einer Flut von Scheiße. Und daher ist es für mich auf jeden Fall mega wichtig und essentiell geworden, sich halt zwischendurch mal hinzusetzen und sich ein bisschen Zeit für sich selber zu nehmen, um sich wieder mit sich selber zu connecten. Und ich dachte mir gerade, ich fühle es zwar gerade gar nicht, ein Video zu machen, aber ich nehme euch einfach mal mit, so ein bisschen Realness reinbringen. Ich nehme euch einfach mal mit und dann wollen wir doch mal gucken, ob meine Routine mich jetzt hier vielleicht retten kann vor dem NPC-Scheiß. Und gleichzeitig, ja, sehen wir dann ja am Ende des Videos, wie meine Energy sich verbessert. Hoffe ich jedenfalls. Und vielleicht könnt ihr was davon für euch mitnehmen. Also das Erste ist, ich habe mir auf jeden Fall schon mal hier eine Tasse Tee gemacht. Die werde ich mir jetzt reinknallen. Ich habe ja auch kein Handy. Ich habe nichts. Ich trinke jetzt einfach mal kurz den Tee. Und das wird schon mal auf mich wirken. Danach geht es weiter hier mit dem Tagebuch. Da wird einfach ein bisschen gejournalt und reflektiert über die Tage, die ich jetzt erlebt habe, wo viel los war. Wo jetzt vielleicht auch das Pendel wieder zurückschlägt, weil man kennt das ja manchmal. Wenn man so richtig im Power-Modus ist, dann kommt das Pendel wieder zurück und matscht einen so ein bisschen weg und haut einen so ein bisschen um. Und da hilft das auf jeden Fall immer mal so ein bisschen was zu schreiben und so Gedanken, die einem so rumschwirren, einfach mal an ein Buch abzugeben. Und deswegen nehme ich mir jetzt mal hier 2-3 Minuten. Ich werde was aufschreiben. Ich sage euch nicht was, das ist nämlich geheim. Aber vielleicht sage ich euch schon was. Das werde ich gleich erst wissen. Ich schreibe jetzt mal was, ne? Was haben wir heute für einen Tag? Boah, Sonntag, der 10.11. Alter, morgen ist der 11.11. Ich bin auf jeden Fall raus beim Feiern. Da habe ich gerade aktuell gar keinen Bock drauf. Ich bin da mittlerweile eher so in einem Modus, dass ich sage, feiern ist zwar geil. Achso, für die, die es nicht wissen, morgen ist Karnevalsbeginn, also der 11.11. in Köln. Natürlich immer was Besonderes für meine kölschen Kollegen. Ne? Shoutouts gehen raus an euch. Ja, aber ich habe das Gefühl, ich habe im Moment keinen Zyklus abgeschlossen, wo ich dann etwas feiern kann oder wo sich das dann lohnt. Also ich mag es halt nicht mehr so regelmäßig auf sinnlos zu feiern, sondern wenn man feiert, dann braucht man auch einen Grund. Oder ich brauche dann zumindest einen Grund. Und den habe ich aktuell auf jeden Fall nicht. Und so würde mir das dann eher von jetzt mit dieser Low Energy richtig reinscheißen. Und da habe ich einfach keinen Sinn drin. Deswegen, morgen wird nicht gefeiert, sondern erstmal ganz entspannt gemacht, ein bisschen geworkt, ein bisschen ins Fitnessstudio gegangen.
Und wenn dann das nächste Mal gefeiert wird, dann aber richtig. Das sage ich euch aber. So, jetzt habe ich aber genug gelabert, jetzt wird mal ein bisschen was geschrieben. So Leute, ich habe jetzt hier schon eine Seite voll geschrieben und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt schon besser. Das ist echt krass, wie einem das hilft, so diese ganzen Ereignisse, die man so erlebt, nochmal ein bisschen zu reflektieren und so ein bisschen einfach direkt zu verarbeiten, Alter. Man schreibt was auf und bam, 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 schieß, gehen diese ganzen Gedanken raus und schon fühlt man sich besser. Also ich weiß jetzt nicht, ne? Ich guck mal hier mal auf, ja, ich sehe vielleicht immer noch ein bisschen müde aus. Aber das ist ja auch nicht schlimm, ne? Es geht ja hier um das Innere. Ja, übrigens der neue Epstein Island Trip. Auch krass, ey. Wir waren einfach letzte Woche mit Trolling Professional. Ups. Kleinen Sound gemerkt. Mit Trolling Professional, ne, dem Dr. LJ Hopeman und ich, also beim Fotoshooting bei Radix, Baby. Grüße gehen raus. Und haben unser ganzes geiles neues Merch fotografiert. Da war ich ein bisschen als Model aktiv und ja, war natürlich auch ein energetisch aufwendiges Ereignis, wenn auch sehr, sehr geil. Aber die Dichte an Ereignissen ist manchmal auch so hoch bei mir, dass ich dann nach ein paar Tagen von Bam, 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 Bam halt so ein bisschen crashe oder so ein bisschen runterfahre, sage ich mal lieber. So wie heute, wo ich dann diese Introspektion betreibe, weil ich ja auch natürlich Bock habe, jetzt nächste Woche, also morgen schon wieder, richtig, richtig loszulegen. Und ja, so kommt das hier zustande. Ich trinke jetzt noch den Tee auf und dann kommen wir zur nächsten Station und die ist dann eine Runde Yoga. Und das ist auch was, was ich ja immer wieder promote. Ich finde Yoga so übertrieben geil. Also ich bin jetzt kein krasser Yogi oder so. Aber ich mache schon Yoga öfters mal auf YouTube meistens. Mit der lieben Mady Morrison. Ach, guck mal hier. Jetzt das Licht natürlich aus. Warte, ich mache Licht kurz an, ne? Mit der Mady Morrison, die ist jetzt auch hier direkt da zu sehen. Da, die zack, zack, bam, bam. Wirklich eine der besten Influencerinnen im deutschsprachigen Raum, meiner Meinung nach, weil ich finde es einfach krass, was die alles für Emotionen vermittelt, also was sie bei ihren Zuschauern für Emotionen auslösen kann. Gehe ich jetzt mal jedenfalls davon aus, dass es nicht nur bei mir so ist, sondern auch bei anderen. Und dass das schon wirklich sehr viel Heilung in die Welt bringt auch irgendwo, ne? Also man processt auf jeden Fall viele Emotionen mit Yoga. Und das ist natürlich gerade in einer Zeit, in der die Menschen sich eigentlich ja, lieber ablenken und lieber sagen, so Emotionen verarbeiten. Nee, Digga, da habe ich jetzt mal gar keinen Bock drauf auf den Scheiß. Dann was Schönes. Vor allem auch, ne, da ist man wieder bei diesem Thema Internet. Diese schöne neue Welt sozusagen, in der man komplett zugeschissen wird mit unnötigen Informationen. Natürlich scheißt man selber ab und zu auch mal ein paar Informationen raus, die dann auch ihre Daseinsberechtigung irgendwo haben und die auch Spaß machen. Aber ab und zu findet man dann mal ein paar Goldstücke, die einem wirklich weiterhelfen können beim spirituellen Wachstum oder auch einfach bei der körperlichen Heilung. Und ja, deswegen schepper ich mir jetzt einfach mal hier noch so eine 20-minütige Einheit rein. 25 haben wir da jetzt, glaube ich, gerade auf dem Tacho angezeigt bekommen. Und danach sieht die Welt, glaube ich, schon wieder ganz anders aus. Und da folgt nur noch eine ganz kleine Sache, die ich dann nachher noch mache, um den Sonntag abzuschließen. Und dann können wir auch schon den Montag starten. Bis gleich. Bäh. Oder ich zeige euch das mal kurz. Oder? Ich weiß nicht. Yoga ist vorbei und ich fühle mich geil. Echt
viel verarbeitet irgendwie in der Zeit. Das ist krass. Also es gibt ja auch die Theorie, dass so Anspannung oder dass Anspannung durch belastende Gedanken und Stress entsteht. Ist ja eigentlich, für mich ist das vollkommen offensichtlich, dass das so ist. Aber wie die durch den Geist auf den Körper entstehen, so kann man die halt auch aus dem Körper heraus auf den Geist wieder heilen. Und deswegen mache ich das halt so regelmäßig. Und es ist vielleicht immer noch so ein bisschen ungewohnt in unserer Gesellschaft, dass Männer Yoga machen. Vielleicht ist das komisch zu sehen, wie ich hier den herabschauenden Hund mache. Und sicherlich wäre eine Frau dafür ästhetischer. Das will ich ja gar nicht leugnen. Aber Alter, das ist ein Tool, das hat auf jeden Fall mega Power. Und ich finde es krass, dass es irgendwie die Männer noch nicht so erreicht. Weil ich glaube, dass gerade wir da viel Heilungsarbeit noch leisten können, um dann unser wahres Potenzial auch ja, mehr auszuschöpfen und einfach ein bisschen mehr in unsere Kraft, aber gleichzeitig auch in eine gesunde Balance zu kommen. Ja. Für mich war es das jetzt auf jeden Fall für heute. Ich merke auch, dass das Bett ruft. Wobei ich jetzt schon noch Bock hätte, das zu schneiden. Es hat mir echt Bock gemacht. Also sagt mir mal bitte Bescheid, wie hat euch diese Art von Video gefallen? So ein bisschen Vlog. Heute mal at home. Sunday evening depression. Turn to. Alles ist wieder Gucci. Auf jeden Fall besser als vorher. Mal wigger. Schon fängt man wieder an, Scheiße zu labern. Genau. Von daher lasst mir gerne mal ein Feedback da. Ich fand das mega entspannt. Tschüss.